Der Podcast der starken Region Murramurtal zur Bildungs- und Berufsorientierung. Die lernen einfach gerne. Also bei mir ist das Interesse einfach entfacht. Das ist mir einfach wichtig. Und ich glaube, es braucht es einfach auch, dass man dran bleibt. Zu nehmen, dass man persönlich reift, dass man sich weiterentwickelt und dass man ja auch für den Beruf immer wieder neue Aspekte erkennt, die man weiterhält. Herzlich willkommen bei der Podcast-Reihe der starken Bildungsregion Murramurtal. Mein Name ist Christoph Buchecker. Ich darf diese Podcast-Reihe moderieren. Wir sind hier im Studio der Firma Mediadom in Neumarkt. Initiiert und koordiniert werden diese Podcast-Aufnahmen von dem Regionalmanagement Murramurtal, gefördert vom Land Steiermark, der Fachabteilung Gesellschaft A6. Worum geht es in diesem Podcast? Durch Vorstellung verschiedener Träger, wie es Arbeitsmarktservice, der Arbeiterkammer oder die Caritas der Diözese Graz-Sickau, sollen Menschen über deren Tätigkeit und Aufgabenfelder informiert werden. Im zweiten Teil des Podcasts stellen sich Personen vor, die, sagen wir mal, nicht unbedingt immer den klassischen Bildungsweg eingeschlagen haben und erzählen über ihre beruflichen Laufbahn, warum Beruf und Bildung so wichtig ist, warum Bildung wirkt und warum es sich auszahlt, für seinen Berufsweg, seinen Karriereweg zu kämpfen. Wer nimmt generell an den Aufnahmen teil? Kurz gesagt ist es das BBO-Netzwerk, das Bildungs- und Berufsorientierungsnetzwerk der starken Bildungsregion Murramurtal. Heute zu Gast die Caritas der Diözese Graz-Sickau. Sie stellt verschiedene Leistungen in der Region Murramurtal zur Verfügung, aber jetzt natürlich keine klassische Beratung im Bereich Bildung oder Berufsorientierung. Warum sind Sie jetzt dann trotzdem dabei? Weil Menschen in verschiedenen Lebenssituationen mit Not, mit besonderen Bedürfnissen konfrontiert werden. Welche Angebote gibt es im Speziellen von seitens der Caritas? Dazu dürfen wir Herrn Rolf Spiegel seitens der Caritas Steiermark begrüßen, mit der Pflegedienstleiterin des Pflegeheims Neumarkt in der Steiermark, Frau Andrea Schnedl. Herzlich willkommen. Ich darf gleich die Fragestellung des heutigen Tages, warum sich laufend weiterbilden auszahlt und macht sich der Aufwand eigentlich bezahlt, in den Raum stellen. Lieber Rolf, ich darf dich einmal bitten, etwas die Caritas und ihr Bildungsangebot vorzustellen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, mache ich gerne. Ich glaube, solche Podcasts oder Möglichkeiten, unser Angebot bekannter zu machen, nützt uns, nützt aber auch hoffentlich vielen Menschen, die sich überlegen, ob sie ja vielleicht überhaupt eine Ausbildung beginnen wollen als jugendliche Person oder auch, ob sie umsteigen wollen von einem bisher geübten Beruf in einen Beruf, den wir anbieten. Du hast gesagt, wieso sollte man sich weiterbilden? Wir sind der Überzeugung, dass Bildung auch den sozialen Zusammenhang und den Zusammenhalt stärkt. Wir glauben, dass Bildung helfen kann, Brücken zwischen Generationen zu bauen, auch zwischen Geschlechtern, zwischen Kulturen. Das, was wir momentan erleben, wie schwierig das ist, mit zugewanderten Menschen umzugehen, aber auch mit unter den Religionen Brücken zu bauen und auch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Also wir haben da ein Bündel von Themen, wo wir glauben, wenn man sich auf so einen Weg einlässt, immer wieder so eine Bildungsmaßnahme in Anspruch zu nehmen, dass man persönlich reift, dass man sich weiterentwickelt und dass man ja auch für den Beruf immer wieder neue Aspekte erkennt, die einem weiterhelfen. Das Brückenbauen hat mir jetzt sehr gut gefallen. Also die Caritas ist ja eine Institution, die für das Zwischenmenschliche ist, würde ich immer sagen. Also das Slogan Caritas und du sagt es ja eigentlich schon, dass es viel ums Zwischenmenschliche, um das Zusammenarbeiten geht. Wie sind da bei euch die Möglichkeiten einer Fortbildung, einer Weiterbildung? Ja, wir haben also das Bildungsangebot für Jugendliche ab 14 Jahren.
bis hin zu berufsbegleitenden Ausbildungen. Und da haben wir nach oben eigentlich keine Altersgrenze. Ich habe eine Schülerin unter Anführungszeichen einmal kennengelernt in Graz, die war schon etwas über 50 Jahre und die hat sich auch in so einen Beruf noch hineinbegeben, was uns sehr freut, weil wir meinen, für Bildung ist es nie zu spät. Du kannst immer, wenn du erkennst, ja, ich bin jetzt nicht ganz glücklich in meinem Beruf, ich kann wechseln, wenn ich den Mut dazu habe und wenn ich auch die Möglichkeiten vorfinde, dass ich weiß, wohin soll es denn gehen. Bildung und vor allem Weiterbildung kennt kein Alter, so sagst du es ja. Wer kommt zu euch? Welche Bereiche sind jetzt sehr präsent bei euch? Welche Menschen kommen zu euch? Welche Bereiche in der Ausbildung? Okay. Also wir haben für die jungen Menschen, die sozusagen 14 Jahre geworden sind und mit der Mittelschule oder mit dem Gymnasium der Unterstufe einmal fertig sind, das Angebot einer höheren Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege. Das ist eine ganz neue Form, wo wir Sozialbetreuung und Pflege in einer maturaführenden Schule verbinden. Wir haben HLWs für Sozialmanagement, wo wir Jugendlichen das vermitteln, wie funktionieren denn soziale Organisationen, was ist denn dort wichtig. Die haben viel Praktika, wo sie schon das erfahren. Und dann haben wir so eine Übergangsform, wir haben eine Fachschule, die sich sozusagen damit beschäftigt, im Gesundheitsbereich schon erste Kenntnisse zu vermitteln, wo man dann mit 17 Jahren, wenn man diese 3 Jahre sozusagen absolviert hat, in die SOB, in die Schule für Sozialbetreuungsberufe weitergehen kann und dann bis hin zum Diplom, diplomierte Familienhelferin, diplomierte Behindertenbetreuer, Begleiter, diplomierte Altenarbeit sozusagen hineingehen kann. Und das ist ein bisschen die Brücke zur Andrea, weil in diesen Ausbildungen ist überall die Pflegeassistenz dabei. Ja? Das heißt, ich habe auch eine Möglichkeit, hier dann wirklich im Pflegerischen zu arbeiten und dort sozusagen meine Kenntnisse einzubringen. Du hast die Andrea jetzt schon angesprochen, jetzt leiten wir gleich über. Andrea, magst du dich bitte mal kurz vorstellen, wer bist du, wo kommst du her, was machst du? Ich bin die Andrea Schnedl, ich wohne in Scheifling, bin verheiratet und Mutter von 3 Kindern und ich bin jetzt seit April 2021 bei der Caritas im Pflegewohnhaus in Neumarkt als Pflegedienstleitung tätig und schon seit 2015 für die Demenzberatung bei der Caritas zuständig. Und das ist mir wirklich, das ist auch ein schöner Beruf, ein herausfordernder Beruf. Und das macht mir ganz, ganz großen Spaß. Du bist jetzt seit etwas mehr als ein Jahr Pflegedienstleiterin. Wie war denn das denn dein Berufweg dorthin? Mein Berufweg, ja, das war spannender. Ich habe die Volksschule in Schöder besucht, bin dann ins Gymnasium gegangen in Damsberg, habe dort maturiert und habe dann ein Ferialpraktikum gemacht auf der Stuhlzahn. Und habe einfach im Reinigungsdienst da ausgeholfen und habe eigentlich gemerkt, dass mir der Umgang mit Patienten ganz, ganz großen Spaß gemacht. Zuerst war ich mir nicht sicher, ich habe mich interessiert für die Psychologie, für Sozialarbeit, das hat mich irgendwie auch interessiert. Und habe mir dann gedacht, die Krankenpflege war der Beruf, wo ich das, was mir wichtig ist, also die Menschlichkeit, Umgang mit Menschen, das ist mir immer ganz zentral gewesen, wo ich das einfach gut in die Praxis einfach integrieren kann, wo ich das leben kann. Und außerdem ist die Krankenpflege ein Beruf, wo man einfach gute Jobaussichten hat. Das hat auch mit der Rolle gespielt. Und deswegen habe ich mich dann für die Pflege entschieden. Bin dann in Leoben in die Krankenpflegeschule gegangen, habe dann angefangen als Diplomierte auf der Lastnitzhöhe im Bereich der Neurorehabilitation zu arbeiten. Habe dann schon als junge DGKB die Möglichkeit einfach gekriegt, Verantwortung zu übernehmen, was auch ganz lässig war, was ich jetzt nicht gerne tue und dann habe. Dann bald einmal eine Station leiten dürfen, ein Haus übernehmen dürfen, Ausbildungen gemacht in der Zeit. War dann in Pflegedienstleitung in einem kleinen Haus in Graz, die Hospizausbildung gemacht. Und ich habe halt immer probiert, was kann ich aus dem, was ich gelernt habe, aus den Fortbildungen mitnehmen und wie kann ich das in die Praxis einfach einfließen lassen. Das war immer schon meins. Und immer die Schüleranleitung, das habe ich einfach immer schon gemacht.
Praktikanten mitgenommen und denen vermittelt, wie schön das die Arbeit eigentlich sein kann. Und dann bin ich schwanger geworden zu meiner ersten Tochter, und bin ich wieder von Graz weg und auf im Bezirk Mura, habe mich dann nach einer kurzen Karenzzeit wieder neu orientiert, und das war eigentlich klar, ich will in die Langzeitpflege, weil mir halt der Kontakt mit den Menschen immer so wichtig war. Ich habe dann in Mura zum Arbeiten angefangen, und dann bin ich gleich wieder so in wieder Verantwortung übernommen, Ausbildung gemacht, also Grundkurs in der basalen Stimulation, Aufbaukurs, die geriatrische Pflegefachkraft, war dann als Pflegedienstleitung wieder 2 Jahre tätig, und dann habe ich die Möglichkeit einfach gekriegt, an die Schule zu kommen. Da war ich dann 15,5 Jahre in der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege auf der Sturzheim tätig als Lehrerin. Und da ist mir halt immer am Herzen gelegen, den Schülern Wissen zu vermitteln, aber auch die Freiheit zu vermitteln und eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie spannend einfach die Arbeit in der Altenpflege sein kann. Und dass es schon lohnt, diese Dinge, die man da kennenlernt in der Ausbildung, dass man die ja integrieren kann in der Praxis. Und dann habe ich eben auch ein Studium abschließen können, Master in Pflegepädagogik habe ich nebenbei gemacht. Und dann hat mich die Caritas irgendwie, bin ich zur Caritas gestoßen, habe die Demenzberatung übernommen. Und das ist einfach so mein Herzensthema gewesen. Und das mache ich seit 2015. Und das ist wirklich ganz was, wirklich ein ganz großes Anliegen von mir, weil man einfach für Menschen helfen kann, wenn man unterstützen kann. Ja, und jetzt seit 2021 bin ich wieder in die Praxis zurückgekehrt und habe es geklickt, da viele meiner ehemaligen Schüler als Arbeitskollegen, Mitarbeiter zu haben, und da können wir einfach wirklich viel gestalten und Gutes aufbauen. Ein aufregender Weg in der Erfindung, ja. Und sehr viele Bereiche, die du da schon gehabt hast. Was sind denn so die Erlebnisse, die dich jetzt im täglichen Beruf so beflügeln werden? Wir wissen und hören, Pflegeberuf ist oft nicht leicht. Was sind die Sachen, die was dann aber die Kraft geben? Und das, was sind die schönen Momente? Es gibt ganz, ganz schöne Momente. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir uns einfach den Blick bewahren für die schönen Dinge, dass man gerade in der Altenpflege, also diese kleinen Fortschritte sieht, das Lächeln, das Glänzen in die Augen von den Bewohnern, oder wenn du einfach merkst, wie man einer zur Seite stehen kann, oder wie man Angehörige begleiten kann in den unterschiedlichsten Situationen, ob das jetzt vom Einzug ins Pflegeheim weg ist bis zum letzten Lebensabschnitt, und da können wir ganz, ganz wertvolle Arbeit leisten, und das tun wir, und wenn man das dann merkt, das spürt man, dass man sich da gut begleiten kann, und da kriegt man einfach so viel zurück. Und bei der Caritas ist es einfach ein ganz, ganz wunderschönes Arbeiten. Wir arbeiten nach einem Lebensräumekonzept, wo man einfach sehr bemüht ist, die Bewohner einfach denen eine gute Lebensqualität zu vermitteln, wo wir sie in allen Lebensaktivitäten, wo sie Hilfe brauchen, unterstützen. Aber wir probieren halt einfach auch durch die Orientierung am Jahreskreis, am Brauchtum, einem möglichst viel Leben zu vermitteln, eine Normalität zu vermitteln, einen Sinn zu geben und sie dort mit zu integrieren. Und das macht einfach Spaß, und da sieht man, das zahlt sich einfach aus, wenn man sieht, mit welcher Freude die Leute dabei sind. Können Sie mir ein bisschen über das Lebensraumkonzept ein bisschen mehr erzählen, weil mir als Außenstehende das jetzt natürlich nichts. Lebensräume schaffen, das heißt einfach so Möglichkeiten schaffen, wo sich die Bewohner wohlfühlen. Gell? Es geht jetzt nicht nur in der Pflege, man hat oft so dieses Schlagwort gehört, warm, satt, sauber. Gell? Das, ich weiß nicht, ob das vielleicht bekannt ist. Und das ist aber zu wenig. Es ist wichtig, dass die Leute gewaschen sind, dass sie zum Essen kriegen. Das ist alles wichtig und wesentlich. Gell? Aber das Leben ist einfach mehr, weil die verbringen ihren letzten Lebensabschnitt. Das ist aber ein Großteil. Wie ist das der letzte Lebensabschnitt? Gell? Und da braucht es einfach soziale Kontakte, da braucht es Beistand, da braucht es Gespräche, da braucht es ein gemeinsames Feiern, Feste feiern, vorbereiten, jetzt zum Beispiel Adventszeit mit einer gemeinsamen Dinge zu basteln, Adventkranz binden, Weihnachten feiern. Also das macht das Leben einfach. Es verlagert sich halt ein Stückchen, aber trotzdem ein Teil haben wir am Leben draußen. Jetzt haben wir Bergadvent mit den Bewohnern in der Zeitschach, haben wir einen Ausflug gemacht, und wenn du dann siehst, wie sie sich freuen, dann merkt man einfach, wofür man einfach arbeitet, gell? Und dass sich das schon lohnt und auszahlt. Man merkt schon, deine Erzählungen, wie du lebst, für deinen Beruf. Aber jetzt möchte ich trotzdem einmal in Rolf fragen, was sind bei dir diese Momente, die dich beflügeln in deiner täglichen Arbeit? Ich bin ja ein bisschen weiter weg, nicht? Weil ich habe ja nicht direkt die Schulen und die Schülerinnen und Schüler vor mir. Aber ich merke schon,
bin dann bei Prüfungen oft dabei und höre zu, welches Wissen sich die jungen Leute angeeignet haben, wie sie selber begeistert in den Fächern das Referieren und Erzählen. Und das, was bei der Caritas halt auch ein Aspekt ist, dass wir versuchen, jenen Menschen, also ob jünger oder älter, die es am Bildungsweg nicht so leicht haben, ja, die vielleicht nicht Eltern haben, die das so unterstützen, dass man sich weiterbildet, denen eine Chance zu geben, denen auch eine gute Betreuung in den Schulen zu geben, weil jetzt gerade in der Corona-Zeit war es ja schwierig, ne? Die Jugendlichen sind daheim gesessen und wir haben wirklich auch, wie auch andere Schulen, aber für uns war das noch einmal auch ein größerer Auftrag, zu schauen, dass alle ein digitales Medium haben, dass sie einen Computer daheim haben, dass sie teilnehmen können am Unterricht, dass wir sie sozusagen nicht verlieren. Und das ist, wenn die Caritas das Motto hat, wir helfen. Und wir haben da in der Bildung dann den Leitsatz gemacht, Bildung, die hilft. Und das soll schon eine umfassende Hilfe sein. Ne? Das soll im Leben, im Alltag dann auch sein, aber hin bis zu den Fächern, dass man auch eine gute Unterstützung hat, die Prüfungen zu schaffen. Und wenn ich das sehe, dann bei den Abschlussfeiern und Maturafeiern, wie da, so wie du sagst, bei euch die Bewohnerinnen das Strahlen in den Augen haben und unsere Schülerinnen sich freuen, wenn sie ihr Zeugnis kriegen, das motiviert mich dann, dass ich sage, ja, das ist auch sehr sinnvolle Arbeit. Bildung hilft immer, würde ich jetzt fast mal unterstreichen, da hinten drauf als Nachsatz. Und beste Beweis bist du, Andrea. Du hast ja in deinem Lebenslauf, wie du vorher erzählt hast, dass du dich stetig weitergebildet hast und nach dem ersten Ausbildungsabschluss dich wirklich weitergebildet hast. Warum eigentlich? Ganz blöd gefragt. Weil es mich einfach interessiert und weil Pflege ein Beruf ist, wo man einfach viel Verantwortung übernehmen muss oder darf. Und dann ist man einfach auch gefordert, dass man möglichst immer up-to-date ist. Und ich lerne einfach gerne. Also bei mir ist das Interesse einfach entfacht. Das ist mir einfach wichtig. Und ich glaube, es braucht es einfach auch, dass man da dran bleibt. Wer hat die dann eigentlich so unterstützt oder den Stein ins Rollen gebracht, vor allem gerne unsere Teilnehmer, zu also dieser Anstoß, sich ständig weiterzubilden oder generell zu bilden? Da bin ich ganz toll unterstützt worden durch mein Elternhaus, muss ich sagen. Das war immer ganz ein großer Rückhalt. Aber auch habe ich das Glück gehabt, ich bin in Darmstadt ins Bundesgymnasium gegangen und da habe ich auch wirklich eine ganz gute Ausbildung erfahren. Einfach, das hat mich schon sehr geprägt. Und dann hat es auch Menschen gegeben in meiner Jugendzeit, und da denke ich so zurück jetzt an meine Zeit, die ich in der katholischen Jugend im Bezirk Mura verbracht habe. Das war auch sehr prägend, weil da habe ich auch erlebt, so in der Pubertät, dass auch so Werte wie Menschlichkeit oder Menschsein auch in der Jugend was sein kann, was auch cool ist, wo man sich jetzt nicht schauen muss dafür, wenn man sagt, ich tritt jetzt ein fürs Menschsein, was mir immer wichtig gewesen ist. Gell? Und was so die Pflege selber betrifft, da war für mich wirklich so ein Schlüsselerlebnis, wie die Ausbildung gemacht habe, also den Basis- und Aufbaukurs in der basalen Stimulation. Den habe ich beim Herrn Jürgen Biegler absolvieren dürfen und das hat mein Denken und meine Haltung in der Pflege ganz, ganz stark verändert, weil ich immer auf der Suche war, irgendwas ist mit mir abgegangen. Und das war dann für mich einfach ein Konzept, wo ich mir gedacht habe, da habe ich so viele Möglichkeiten, Menschen gut zu unterstützen. Das war irgendwie so ein Initialzünder für mich. Bin ich sehr dankbar für die Erfahrung. Menschen zu helfen und in der Weiterbildung neue Wege kennenzulernen. Trifft das zu? Das trifft auf jeden Fall zu. Und die Andrea ist ja wirklich ein Beispiel dafür, was ich ja versuche, habe den eigenen Kindern zu vermitteln, aber auch den Jugendlichen immer wieder zu sagen, macht was, was euch Freude macht, wo ihr gern dabei seid. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie, und das ist ja zunehmend der Bedarf, wenn Sie den Pflegeberuf und die Sozialbetreuungsberufe als Ihr Feld entdecken. Gleichzeitig sage ich, das, was man mit Freude macht, da ist man dabei, da macht man gern eine nächste Ausbildung, da investiert man Zeit und sagt nicht, boah, jetzt ist schon 6 Uhr am Abend und ich muss noch was durchlesen. Nein, das macht dann Freude. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man selber ein bisschen schauen muss, wo bin ich denn gern dabei? Und dann ist für Berufsleben, für ein gelungenes, glaube ich, gibt es dann viele Chancen.
Da muss ich gleich die Andrea noch mal fragen, du bist ja verheiratet, Mutter von 3 Kindern. Da ist also Weiterbildung und so weiter nicht immer einfach zu organisieren. Oder wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das organisiert? Oder müsst du lernen müssen, damit umzugehen mit den Herausforderungen? Das ist echt eine große Herausforderung, war es und ist es jetzt. Ich bin jetzt auch wieder in einer Ausbildung. Die Frage ist immer gewesen, wann muss man die Kinder kleiner werden? Wer bringt sie in den Kindergarten, wer holt sie wieder ab, jetzt wer bringt sie in die Schule, wo Kinder sie bleiben, wenn ich zum Beispiel jetzt in Graz bin. Also das ist eine Challenge. Da hat mich meine Familie immer ganz stark unterstützt, meine Mama, meine Kinder müssen dafür mittragen, das muss ich schon auch dazu sagen. Was schon auch noch ein Punkt ist, ist auch so die Beginnzeiten der Vorlesungen zum Beispiel, weil ich habe vor Murrow schon ein bisschen Anreisezeit nach Graz. Gell? Und das irgendwie zu koordinieren mit dem Schulbeginn ist eine Challenge. Und dann wird einfach immer so die Frage, lernen oder schreiben mit der Meisterthesis, das hat halt dann eben die Kinder passieren müssen. Also das habe ich halt irgendwie so gelernt, den Lernpegel irgendwie richtig zuzuhalten, dann musst du das wieder einschreiben. Aber es funktioniert. Ich bin halt einfach ganz oft in der Früh aufgestanden, wenn wir alle noch geschlafen haben, oder habe ich einfach eine Ruhe gehabt und eine Zeit gehabt, mich zu konzentrieren. Wenn ich nicht auf der Uni gewesen bin oder jetzt auch, die Zeit habe ich immer voll genossen, weil das war immer so meine Zeit. Ja. Das ist wirklich das, ich weiß nicht, ob das, wenn man das so versteht, aber für mich war das immer total schön oder ist es immer total schön. Meine Kinder sind immer so, sind echt mein Mittelpunkt. Ich bin dem, dass ich so gerne arbeite, wirklich als eine Vollblutmama. Und das ist mir einfach wichtig, dass es einem gut geht. Aber ich habe halt lernen müssen, sonst irgendwie ein bisschen Abstriche zu machen. Und bei mir ist das also zum Beispiel der Haushalt, der da halt schon ein bisschen oft darunter leidet, was ich nicht so unter einen Hut da bringe mit allem. Aber es funktioniert halt nicht so. Beachtenswert, wie du das trotzdem alles unter einen Hut gebracht hast oder bringst. Was sind denn jetzt so deine Stärken, die du besonders in deinem Beruf hinbringst? Wie würdest du das sagen? Ich denke, dass ich Verantwortung übernehmen möchte und da will, dass ich mir das zutraue, dass ich innovativ bin, dass ich offen bin für Neues und dass mich das einfach interessiert. Und ich will einfach an der Struktur arbeiten, ich will an der Qualität arbeiten. Ich tue irrsinnig gern so neue Abläufe implementieren, so wie jetzt im Pflegewohnhaus, das meine Mitarbeiter begleiten bei diesen ganzen Prozessen. Neues einfach zu implementieren, das habe ich immer schon viel gelernt und das macht mir einfach ganz, ganz großen Spaß. Und ich darf einfach auch gestalten und das ist eine Schöne bei der Caritas. Ich kann das einbringen, was ich gelernt habe. Das Lernen, das Einbringen, was man gelernt hat, also ist eigentlich schon ein bisschen eine Beantwortung von meiner quasi Abschlussfrage. Also warum überhaupt noch weiterbilden? Ist das heute noch wichtig? Ich möchte euch beides so stellen und dann euch bitten, so zum Abschluss generell noch so einen Appell oder was ihr den Leuten, vor allem in der Region Murrow-Murrtal, noch mitgeben wollt zum Thema Bildung und Weiterbildung. Rolf, musst du anfangen, bitte. Ich fange gerne an. Also ich bin der festen Überzeugung, dass einfach Ausbildung, Weiterbildung ist ein Schlüssel in der heutigen Zeit, dass wir gut in die Zukunft kommen, eben mit neuen Ideen, neuen Gedanken, wie kann man unsere Zukunft gut gestalten und das gerade auch im Sozialen. Ne? Weil wir haben gesehen in der Pandemie, wie viele junge Leute plötzlich da mitgeholfen haben, Nachbarn versorgt haben, irgendwelche neuen Ideen gehabt haben, wie kann das gehen. Und das war schon sehr, sehr berührend. Und ja, so mein Abschlussgedanke ist einfach der, mit Freude herangehen an die Sache oder etwas machen, das einem Freude macht. Immer macht es ja nicht Freude, man muss manchmal ein bisschen durchbeißen. Das wissen wir aus allen Ausbildungen, wenn man bei der Masterthesis sitzt und dann sich denkt, na bitte, jetzt das auch noch. Aber da muss man manchmal auch durchbeißen. In Summe, glaube ich, ist es eine Bereicherung und ja, das für die Region, glaube ich, ist wichtig, ihr seid ja nicht ganz nahe an Bildungszentren, aber so mit dem öffentlichen Verkehr, man kann gut nach Klagenfurt kommen für andere Ausbildungen, auch nach Graz, dass man einfach das mit einkalkuliert und sagt, man fort. Und dass man auch in der Region die Netzwerke nützt,
Wir haben ja da als eine zentrale Person der Caritas, die Maria Rottensteiner, die uns da hilft, die Netzwerke sozusagen in Gang hält oder auch neu knüpft. Und da kann ich alle nur einladen, schaut euch um, also um Kontakte, um Netzwerke. Man findet dann, glaube ich, schon das, was einem gut zusagt. Die Caritas hätte auf jeden Fall die Anlaufstelle und wird so auf jeden Fall sonst weitervermitteln. Danke dir, Rolf. Andrea, deinen. Ich kann mich da anschließen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, einfach reinzuhören in einen selber, wo sind meine Interessen, was ist mir wichtig. Das hast du vorher schon so schwer gesagt, weil dann kommt bei das Interesse, also wenn das Interesse da ist, kommt bei die Energie und dann können auch Dinge einfach zu fließen anfangen und auch gut funktionieren. Ich glaube, es braucht da offen sein. Dann tun sie neue Wege auf und eröffnen sie Chancen. Und ich möchte einfach den jungen Menschen oder allen, die irgendwie auf der Suche sind, Mut machen, dass sie einfach ein neues angehen, dass sie sich was zutrauen, dass sie sich umhören, welche Angebote und Möglichkeiten gibt es. Und zum Beispiel im Sozial- oder im Pflegebereich, wenn man sich dafür interessiert, da hat man wirklich ganz, ganz tolle Chancen und das ist einfach ein wunderschöner Beruf. Und dafür möchte ich einfach, das möchte ich einfach sagen, das ist mir wichtig. Du sagst eigentlich ganz genau, warum es diesen Podcast geben muss und soll. Und in dieser Podcast-Reihe machen wir zum Schluss immer eine kleine Fragerunde. Also wir stellen zwei Worte gegenüber und ihr entscheidet spontan, was sagt euch mehr zu. Wir werden immer mit dem Rolf beginnen und dann dich, Andrea, bitten. Einzelbüro oder Gemeinschaftsraum? Ich habe den Luxus eines Einzelbüros. Zum Arbeiten, zum Konzentrieren bevorzuge ich schon als Einzelbüro, sonst bin ich aber gerne im Gemeinschaftsraum. Okay, ein ganzes Entweder-Oder geht da nicht. Ja, es ist schwierig. Kaffee oder Teepause? Eindeutig Kaffee. Bei mir ja. Online-Konferenzen oder Präsenztermine? Je nach Situation. Manches ist gut im Online, aber so wie man heute sieht, wir sitzen zusammen, da ist die Präsenz einfach besser. Ich habe auch lieber die Präsenztermine, ich brauche den Menschen direkt. Garten oder Balkon? Garten. Der Garten. Klimaticket oder Tankstellenrechnung? Ich muss es erweitern. Ich fahre in Graz nur mit dem Fahrrad. Also auch das Klimaticket in der Stadt, aber über Land eher das Auto. Ich liebe es, mit dem Zug zu fahren. Da kann ich entspannen. Immer wenn es irgendwie geht, schaue ich, dass ich mit dem Zug fahren kann. Klimaticket. Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute zu Gast wart und die Caritas der Diözese Graz-Sicker uns näher gebracht hat. Vielen Dank fürs Einschalten oder Zuhören. Ich hoffe, wir hören und sehen uns das nächste Mal.